Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Es ist noch Rumble Time. Das letzte Match jetzt gegen die Brannigans Rough Rangers, unsere zweite Gilde. Ja, diesmal wird es eine große Rauswurfrunde geben. Mein lieber Scholli, haben wir diesmal viele Inaktive gehabt. Also, das kann und darf so nicht bleiben. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal, wie es hier weitergeht. Nachrichten Tina, Hip-Hop Bob. Ob es uns damit jetzt nochmal gelingt, in die Top 200 noch einzuziehen. 5 Plätzchen fehlen uns, ich glaube es nicht. Glaube, wir werden kurz vor der Top 200 verlieren. Also, nicht verlieren, sondern hängen bleiben. Fun Bun ist der nächste Gegner. Stuffington Academy. Dafür hat aber Gilde 1 einen sensationellen Rumble dahingelegt. Also der beste Rumble seit langem. Und ja, wird auf jeden Fall interessant. Hatten mega starke Gegner gehabt. Haben sogar zwischendrin gegen White Lotus gekämpft. Ja. Einige heiße Matches dazwischen. Wir haben uns da vorne in der Top 100 festgefahren. Jeden Fall ziemlich geil. So, das war ein Match gegen Razor Blade. Es geht ja alles relativ flott hier. Da sind wir auch schnell durch mit diesem Match. Able Eve 25. Ja, da steckst du halt. Steckst du halt einfach nicht drin. Also du siehst, die Leute kommen bei dir in die Gilde rein. Na, und dann siehst du eventuell noch, was sie vorher für ein Rumble-Ergebnis hatten und ob sie beim Siege mitgemacht haben. Aber das ist ja keine Garantie, dass sie das bei dir auch nochmal machen. Das Schlimme ist einfach nur, ich finde das ein bisschen traurig, weil gehst ja auch nicht in einen Verein rein und dann hockst du dich zum Beispiel beim Fußball an, währenddem dein restliches Team spielt, an den Rand und spielst Kadde oder so. Ja? Sorry, aber die würden dir auch was anderes erzählen. Also wenn man einem Team joint, wenn man nicht aktiv sein möchte, dann soll man sich von mir aus irgendeine Gilde raussuchen, die da, was weiß ich, irgendwo, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, wo man sieht, dass da auch mehrere Inaktive schon drin sind. Aber eine aktiven Mannschaft zu joinen und dann hinterher nichts zu machen, das ist halt mega assi. Also das ist wirklich assi. Ja, weil das macht die ganze Teamstimmung kaputt und das nur, weil man selber keinen Bock hat, irgendwas zu tun. Also das ist schon ein bisschen traurig irgendwo. Aber gut, was willst du machen? Also, noch mich schön blaue Karten. Sehe ich ja in Gilde 1 gar nicht mehr. Eher sehr selten und wenn, dann freue ich mich riesig. So. Ja, wird auf jeden Fall einige geben, die jetzt hier ihren Spot verlieren in dieser Truppe. Ja. Ein paar Leute ersetzen. Abel E25 mit einer glatten 100 ersetzt. Dann kommen wir hier mit dem Leon Pedard, Luis, Baraborabu, Borobu-Edikt. Ich kann das immer noch nicht richtig. Borobu-Edikt. Komm, ich will dann noch mit nach vorne punchen, auch wenn da jetzt noch eine blaue Karte kommt, wie goldig.
Noch zwei. Razor Blade. Ja, komm, machen wir den jetzt hier. Der hat, für die Karten reicht auch das hier locker aus. Also da kommt ja nichts Gefährliches. Razor Blade. Die Rasierklinge. Ja, Mann. So, noch ein Match ist offen. Na, ah, da kommen wir jetzt über 30k. Komm. Da freue ich mich auch. Smacky, Zed. Fangen wir mit Ayemona an. Ist immer wieder schön, Ayemona zu spielen. Die Stuffington Academy mit dem Bobby ergibt den Cadet Hill. Dann haben wir die Lila, Smacky Z. So. So, dann sind wir damit durch. Die 30k haben wir wenigstens erreicht. 20 Leute haben bei denen gekämpft. Das heißt gekämpft, die waren halt irgendwie anwesend. So, dann haben wir hier Georgios, Sardos, Knuckster, Beneather, Manubaya, Lord Universe, Markle über 500, Marunga, Gabriel, die Berserker, James, Joseph, Outlaw, Deke, Mark Fowles, Nords, X-Strike, Fanzinius, Dewey, Derveni, Wovan, Mem Junior, El Mosquito, Schmobi, Raulito, Simal, Bobob, Player, Fred der P. Anderson, Wonder Heiler, Ruffy Traffy. Da kommen noch meine Pünktchen noch mit drauf. Max Max, B-B-B-B-B-B-B, Dreifuchs und Suarez. Damit sind es bis jetzt 36. Ich denke, dass die anderen das auch noch ein paar joinen werden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir können ja mal ganz kurz hier hinten reinschauen, wie die Matches gelaufen sind. Slurmy, Simpsons Brazil haben wir natürlich verloren. The Chive Nation haben wir verloren. Wilder Destroyers und The Mutineers haben wir gewonnen. Robotics haben wir verloren. Bullocks, Reapers auf Mardi Gras haben wir besiegt. Cleveland Brown S natürlich wieder verloren. Das waren ja auch mega starke Gilden dann, also im Vergleich zu unserer zweiten hier. Wir können ja mal in die hier mal in die Gildenleistung reinschauen. Final. Oh. Platz 1, Georgios, Platz 2, Manubaya, Platz 3, Vini, Platz 4, Beneather, Mark Foul. El Mosquito, X-Strike, Gabriel D, Zardos, Lord Universe, Mark Oliver 500, Knuckster 3, Fuxi Mal, James, Schmobi, Outlaw Deke, Fanzinho, BA, Nice Greetings to Brazil, Snorts, Ruffy, Treffy, Marunga, Berserker, Anderson, H, Andrelo, Player, Wovan, BBBBB, Wonder Heiler, Stewie, Joseph, Quark Müller, Bobob, Suarez, Max Max, Slim Chi, Badass Charlene, Ililililil, Fred der P, Albertus, M Junior, Raulito, Tovelli, Nina, Karate Ditti, William W. Und das da unten ist ehrlich ernüchternd. Muss mir das bei Place to Therma angucken. War ja jetzt auch, ist ja auch schon ein bisschen länger da, wobei ich sagen musste, Gositon, Secret Fight Club Member, der nur beim Seed scheinbar mitmacht, bei Rumble scheinbar gar nicht. Der ist, Bunch wird raus sein, Cosmonaut, Bunch war sowieso schon auf der Abschlussliste, William W. kam kurz davor, Karate Ditti, Nina, auch nicht so berauschend, erzählte mal irgendwas, oh, wir geben uns alle voll die Mühe und dann 1051, Tovelli, Raulito, das sind, also hier werden, es wird echt jetzt hier mal aufgeräumt, weil so geht das nicht. So geht das nicht. Also, ja, erster Platz. Auf der einen Seite müsste ich mich freuen, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig. Das ist ein Zardos wird wahrscheinlich noch. Er wird mich noch überholen, hundertprozentig. So, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roadhouse mit mir im gleich. Schaut's rein, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.